Yo, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich gehe jetzt alleine nach Paris, bisschen rumlaufen, Croissant essen, Eiffelturm fotografieren, Kaffee trinken und heute Abend wieder zurückkommen. Und für mich ist das ein Erlebnis, weil alleine in ein anderes Land kenne ich nicht dieses Gefühl. Und ich glaube, heute wird ein geiler Tag. Um 7.30 Uhr kommt mein Zug, also in 15 Minuten noch schnell einen Kaffee holen, im Zug trinken. Und schon sind wir in Paris. Alright, ab nach Paris. Bonjour, Paris, was geht ab? Eigentlich sollte ich um 10 Uhr schon hier sein, aber der Zug hatte eine Stunde Verspätung. Ärgerlich. Habe mir gerade ein Tagesticket geholt, damit kannst du ganz Paris kostenlos U-Bahn, Metro, Bus fahren. Hier in Paris schwarz fahren ist unmöglich. Du brauchst das hier. Und was macht man in Paris als erstes? Genau, den Eiffelturm besichtigen. Da gehe ich jetzt hin. C'est la vie. Ich bin in Paris und so sieht die Metro von innen aus. Na? Geil, oder? Geil. Oh, Metro fahren in Paris. Oh, ganz wild. So viele verschiedene Gerüche im Zug. Ey, das habe ich noch nie erlebt. Der eine stinkt, andere so viel Parfüm. Und nach Essen. Eiffelturm, ich komme. Und die Sonne, das Wetter. Boah, herrlich. Okay, wow. Das ist unerwartet. Eiffelturm, direkt hinter mir. Wuhu! Bro, so viele Menschen auf einmal. Links, rechts, vorne, hinten, so viele Touristen. Boah, krass. Und Eiffelturm, der ist schon echt massiv. Krass, ne? Überall findest du hier Souvenirs ohne Ende. An jeder Straßenecke vorm Eiffelturm. Jetzt gehst du an einem Spot hin, wo du kostenlos auf eine Terrasse ganz Paris blicken kannst. Es bockt schon, hier entlang zu laufen. Neben mir Eiffelturm, bisschen Sonnenschein. Herrlich, oder? Magnifik. Ich bin zwar kein Architekt, aber die Architektur in dieser Stadt ist schon ziemlich sexy. So, jetzt geht's zu meinem Spot mit Ausblick. Und dafür muss ich jetzt Metro fahren. Ich kann zwar auch laufen, aber so viel Zeit habe ich nicht. Ich bin ja nur ein Tag hier. Also was heißt ein Tag? 8 Stunden. Alright. Schwarz fahren unmöglich. Und so sieht die U-Bahn-Station aus. Ach du Scheiße, ist die Metro voll. Ey, es fühlt sich so an, als wären wir gerade auf dem Weg ins Fußballstadion. Meine Damen und Herren, das ist der Spot, wo du auf der Terrasse kostenlos einen Blick auf Paris werfen kannst. Ja, sieht komisch aus, aber das ist der Spot. Hier bei Galeries Lafayette. Das hier ist ein Einkaufszentrum, wo du nur Markenuhren findest. Markenparfüms wie hier zum Beispiel. Oder Markenklamotten, alles Designer. Alles teuer. Und wow, genießt es. Jetzt geht's zur Terrasse. Alter, schau dir den Aufzug an. Ja, moin. Nein. Oh fuck, okay. Oh. Alright. Keiner da. Na dann, ist ein Geheimtipp. Okay, ich bin ein Stockwerk zu früh ausgestiegen und hier befindet sich der Direktor von diesem Einkaufszentrum, der reiche Mann. Hier ist wahrscheinlich irgendwo hinten sein Büro. Das ist eigentlich nur für Mitarbeiter. Guck hier, da, Andy. Aber ich gehe einfach rein. No joke, ich warte seit 5 Minuten auf Aufzug. Kommt nicht. Ich muss jetzt mit Nottreppe hoch. Fuck. Okay, mit der Nottreppe. Alright. Guck dir das an. Alter. Nottreppe. Boah, Alter. Die View hier ist magnifique, incroyable. Hinter mir, vor mir. Wow. Jetzt, ich stehe auf dem Beton. Für noch bessere View. Und schau über die Menschen. Ich bin der König.
Ich weiß nicht, ob die View auf der Kamera so krass rüberkommt. Aber wie immer, mit echten Augen ist es einfach unbeschreiblich. Du siehst hier ganz Paris kostenlos. Einfach magnifik. Und die Sonne, es scheint. Einfach perfektes Wetter erwischt. Und so sieht es aus, wenn man wieder zurückgehen möchte. Aber nee, ich kenne jetzt den Trick. Ich nehme einfach den Mitarbeiteraufzug. Weil, schau dir das an. So viele Menschen. Aussichtsplattform, check. Jetzt ich gehe Musée du Louvre. Mona Lisa kurz Hallo sagen. Okay, bevor ich zum Musée du Louvre gehe, gibt es vor mir eine Fresshalle. Gourmet. 5 Sterne. Hier. Hier gibt es alles für Feinschmecker. Keine Ahnung, was das ist. Dann sowas. Da hinten Fisch. Davon italienisch. Gewürze in Frankreich nach Croissant nicht vergessen. Das muss hier gegessen werden. Jetzt esse ich einfach mal. Ja krass, so wird bezahlt. Schmeißt du Geld rein, kommt Geld raus. Geil. Außergewöhnlich. Schoko Croissant. Anders. Anders. Ganz ehrlich, Schoko Croissant hat nicht überzeugt. Ich habe mal bessere gegessen. Und ich habe noch eine normale geholt. Ganz normal. Ist gut, aber schmeckt so wie bei Aldi oder Penny. Wirklich kein Spaß. Aber ist gut. Da hinten um die Ecke ist eine sehr lange Shoppingstraße, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Ich gehe zur Mona Lisa mit der Metro. Alright. Bro, die Architektur ist wirklich crazy, Mann. Schau dir die Straße an. Wow. Wie schön es aussieht. Wow, die Sonne knallt voll drauf. Man sieht es noch nicht ganz, aber ich sehe es. Da ist das Ding, Freunde. Paris, die Stadt ist wirklich einzigartig. Architektur überall, magnifik überall an jeder Straßenecke. Dann noch Louvre, Riesenrad, Triumph. Hey, das ist wow, insane. Einfach wunderschön. Wow. Ich gehe da nicht rein, weil ich kenne nur die Mona Lisa. Boah, geil. Ah, magnifik. Incroyable. Hey du. Ein kleiner, schöner Park mit Riesenrad. Und gleich da vorne der Triumph. Ganz weit weg, aber man sieht's. Da ganz hinten ist der Triumph. Und gleich links der Eiffelturm. Das ist die Straße von Paris. Wunderschön, ha? Ich hole mir noch ein Schoko-Croissant. Weil ich bin gut essen, wenn ich schon hier bin. Hier bei Bo and Me. Die versprechen hier Handarbeit 100% und es sieht schon viel besser aus. Heute wieder ein Schoko-Croissant, ein Croissant, weil das ist der beste angeblich. Und irgendwas Blaues sah so interessant aus, dass ich probieren wollte. Beide probiert und wirklich, die sind um Welten viel besser als da vorne. Das ist unfassbar. Irgendwie gefühlt an jeder Ecke ist der Shopping-Stil. Von ganz vorne bis ganz nach hinten. Und an der Seite auch noch. Und an der Seite auch noch. Das ist krank. Gerade hier an der Straßenecke Apfelsaft geholt. Und dann sehe ich das hier. Ist anscheinend umsonst. Hier ein Haus mit verschiedenen Gesichtern. Ja, gehe ich jetzt einfach rein. Ist das for free? Ja, und sonst? Okay, oh geil, geh mal hoch. Ich weiß nicht, was das ist, aber es sieht aus wie ein Geisterhaus. Es geht weiter hoch und hoch und hoch, Alter. Schau dir das an. Boah, lecker. Du weißt, was das ist. Es ist ein Haus. In jeder Etage gibt es verschiedene Gemälde von Straßenkünstlern. Und die kannst du einfach anschauen, umsonst. Fühle ich nicht. Geh mal wieder raus. Das Wetter passt einfach perfekt. Fluss, amazing. Und direkt vor mir, Notre Dame. Da gehe ich jetzt hin.
Ganz ehrlich, ich war schon öfters in Paris und jedes Mal beeindruckt es mich. Die Architektur, ich sag's ja immer wieder, das weiß ich, aber wow. Herrlich. Komm, ich laufe jetzt einfach mal hier am Ufer entlang. Hier so runter laufen und wieder hoch. Einfach so. Weil hier überall Pfütze ist, muss ich da lang laufen. Aber kritisch, fuck, Bro. Oh yeah. Oh mein Gott, Bro. Wirklich, ich zitter. Meine Beine sind schwach. Aber ich muss da durch. Ich muss da durch. Oh, fuck, yes. Boah, leck mich doch im Arsch. Hier, leck mich doch. Ich guck dir das. Wie eng das ist. Hier. Komm, lass. Muss aber durch. Ziel erreicht. Notre-Dame direkt vor mir. Wisst ihr noch, im Jahr 2019 gab es hier einen Brand. Und sehr viele reiche Menschen haben viel Geld gespendet, damit die Notre Dame wieder aufgebaut wird. Und die ist noch nicht ganz fertig aufgebaut. Ist hier da hinten noch ein bisschen Arbeit? Da hinten ist noch ein bisschen Arbeit. Spuren von Brand, glaube ich. Ansonsten sieht es top aus. Aber wenn du so denkst, jetzt mal Real Talk. Viele reiche Menschen waren bereit, viel Geld für Aufbau zu spenden. Aber sie waren nicht bereit, für arme Menschen zu spenden. Also es ist echt, ja, scheiße. Hier kann man deutlich entspannter laufen als da vorne, wo ich vorhin war. Und wow, wie traurig. Obdachlose unter der Brücke. Traurig. Schwarzer Humor, aber dafür haben die Obdachlose so eine View, wenn sie aufstehen. Aber das ist echt hart. Die tun mir wirklich leid. Dieser Vibe, hier zu sitzen, Kaffee trinken, Ausblick. Das ist Paris. Wow. Der Mann malt gerade, wirklich, habe ich gesehen mit meinen Augen. Er malt diese View 1:1 nach. Talent. Das sind echte französische Künstler. So eine wunderschöne Stadt. Ja, an jeder Ecke gibt es immer was. Ja, ja, immer was. YouTube, alles klar, YouTube. Ja, alles klar. YouTube. Sympathischer Dude, aber wollte mich abzocken. Mehr Straßenmusik. Dieses Gebäude sieht sehr prächtig aus. Ich weiß nicht, was das ist. Aber sieht magnifik aus. Sonnenuntergang. Nice. Und aktueller Stand mit meinen Schritten für heute. 21.000 Schritte, 14 Kilometer ungefähr. Mit den Stiefeln da. Alter, leck mich doch am Arsch. Aber ich fühle mich fit. Ich voll vergessen, jetzt gerade live Marokko gegen Portugal. Und heute Abend spielt Frankreich gegen England. Ey, krass. Während Frankreich spielt, bin ich im Zug auf dem Weg nach Hause. Ey, stell dir vor, Frankreich gewinnt, Party hier überall auf der Straße. Könnte ich mir gut vorstellen. Kaffee sieht so ansprechend aus. Da hole ich mir jetzt einfach einen Americano. So schön warm, ein Americano. Kaffee, immer gut. Das ist es. Abschlussessen für heute. Gnocchi Pesto mit einem Brie aus Rastatt. Zufall mit seiner Freundin. Essen war super. Davor haben wir noch ein bisschen gechillt. Ich habe aber nichts aufgenommen. Jetzt ist es dunkel geworden. Sie bleiben die Nacht hier. Ich muss jetzt nach Hause, nach Deutschland. Gar keinen Bock. Paris hat mich. Und jetzt ab nach Hause mit der Metro. Ein letztes Mal für heute. Oh, geht nicht. Ein letztes Mal für heute. Alright. Welcher Name ist das? Ach, Paris, ich werde dich vermissen. Aber komme bald wieder. Paris ist ja nicht so weit weg von mir entfernt. Nur 2 Anhalte und die Zugfahrt. Ist ja krass. Ich hasse hier Metro zu fahren. Es ist so voll. Immer, jedes Mal so voll. Aber ich glaube, es liegt auch daran, dass heute Samstag ist. Abend. Und boah, es stinkt. Manche Menschen kommen da einfach nicht rein. Gerade die Armen. Boah. Und diese Tür hat keine Gnade. Egal, wenn deine Hand da ist, die ist gefickt. Gott sei Dank, nächstes Mal mit. Nicht normal. Fazit zu heute. Es war ein geiler Tag. Punkt. Ich war 8 Stunden hier in Paris, habe alle wichtigen Sehenswürdigkeiten gesehen, bin dafür viel Metro gefahren, aber ich habe alles gesehen. Es war einfach ein schöner Tag. Es hat sich gelohnt und ich habe nicht gemerkt, dass ich alleine hier war.
Ich habe ja quasi die ganze Zeit in die Kamera geredet. Also von daher ein Kaffee für die Rückreise. Mein Zug ist da. 2,5 Stunden Fahrt. Entspannt. Ich sage Dankeschön und Paris, wir sehen uns wieder. Ciao.